Eigentlich spricht man nicht über das Gehalt, schon gar nicht in Russland. Angeblich soll es in Deutschland verboten sein, über sein Gehalt zu sprechen. Dies sei ein Entlassungsgrund. So ein alter Kenntnisstand. In einer Ratgebersendung bei ARD wurde dies korrigiert. Auch in Russland kann man nicht entlassen werden. Aber man spricht freiwillig nicht über Geld und schon gar nicht über sein Gehalt, denn häufig wird das Gehalt gesplittet gezahlt. Ein Teil ist steuer- und abgabenoptimiert, ein anderer Teil völlig steuer- und abgabenfrei. Und wer spricht schon gerne über Dinge, die den Gesetzen widersprechen? Dafür jammert man dann aber mit Eintritt in das Rentenalter vor laufenden westlichen Kameras über die schlechte russische Rente und den bösen russischen Staat, der sich nicht um seine Bürger kümmert. Nun hat man aber eine Untersuchung durchgeführt, um zu bestimmten Erkenntnissen in der Gehaltsstruktur zu kommen. Man stellte fest, dass 12% aller Russen ein Gehalt über 75.000 Rubel haben, also nach russischen Maßstäben zu den Besserverdienern gehören. Übersetzt ins Deutsche bedeutet dies, dass sie mehr als 1.000 Euro verdienen und somit Kandidaten für die Partei der Besserverdiener sind. Dann gibt es die Gruppe der Einkommensbezieher, die vermutlich die Linke wählen würden, also die 15.000 Rubel verdienen. Die Mehrzahl dieser Niedriglöhner arbeitet im Bereich Bildung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die mit noch weniger Geld für ihre Arbeit zufrieden sein müssen. Sie arbeiten alle in der Leichtindustrie, wo 30% aller Beschäftigten mit weniger als 15.000 Rubel nach Hause gehen. Im Juli gab es in den russischen Medien aber noch eine andere Statistik. Diese besagt, dass 11.287 Personen ein Gehalt von mehr als 1 Million Rubel bezieht. Durchschnittlich beziehen aber die Russen ein Gehalt zwischen 34.000 bis 40.000 Rubeln.